Wir von Braindead freuen uns extrem, am 27. November 2017 den Professor Dr. Joachim Bauer bei uns in Zürich begrüßen zu dürfen. Zusammen mit dem Kaufmännischen Verband Zürich laden wir Sie ein zu einem spannenden Vortrag mit dem Titel «Einmal Motivation bitte. Gute Führung und kollegiale Zusammenarbeit aus neurowissenschaftlicher Sicht». Der Professor Bauer ist einer der bekanntesten Hirnforscher im deutschsprachigen Raum und mehrfacher Bestsellerautor. In seiner langen wissenschaftlichen Karriere hat er unter anderem erforscht, wie das Engagement und Motivation am Arbeitsplatz entstehen. Herr Professor Bauer, Sie betrachten die Zusammenarbeit im Team aus einem ganz speziellen Blickwinkel, aus dem Blickwinkel der Neurowissenschaften. Was kann denn die Hirnforschung dazu beitragen, dass am Arbeitsplatz kollegial zusammengearbeitet wird? Nun, wir Menschen sind aus neurowissenschaftlicher Sicht dafür gemacht, dass wir uns nützlich machen können und für das, was wir tun, Rückmeldungen bekommen, die positiv sind. Menschen sehnen sich nach Anerkennung und Wertschätzung, aber dafür muss natürlich auch eine Leistung erbracht werden. Und dieser Kreislauf von Verausgabungsbereitschaft auf der einen Seite und Anerkennung und Wertschätzung auf der anderen Seite, das ist es, was die Motivationssysteme des Gehirns aktiviert und dann den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Kraft gibt, sich einzusetzen und tüchtig zu arbeiten. Das heißt, wenn am Arbeitsplatz viel Bestätigung erfahren wird, steigt auch die Leistungsbereitschaft. Ja, so ist es. Wir haben jede Menge Studien, die zeigen, dass diese Balance zwischen Effort, also Verausgabung auf der einen Seite, und Reward, Anerkennung und Wertschätzung auf der anderen Seite, dass diese Balance entscheidend ist für die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wenn diese Effort-Reward-Balance außer Balance gerät, dann nehmen die Krankheiten zu und die Ausfallzeiten der Mitarbeiter nehmen zu. Sie haben genau dieses Gebiet haben Sie intensiv erforscht. Was ist Ihr Eindruck? Stimmt denn diese Balance an den Arbeitsplätzen in Deutschland, in der Schweiz, oder ist das etwas, das oft außer Balance gerät? Das ist sehr unterschiedlich. Wir haben, wenn ich mal von Deutschland spreche, vor allem kleine und mittlere Betriebe, die noch von Familien geführt werden, wo der Chef seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder die Chefin ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennt. Und wir sehen dort sehr oft eine sehr gute Führung, weil diese persönliche Nähe hat den Chefinnen und Chefs deutlich werden lassen, wie wichtig es ist, dass sie die Leistungen, die ihre Mitarbeiter erbringen, auch anerkennen. Und der persönliche Kontakt ist da natürlich besonders hilfreich. Mhm. In den sehr großen Unternehmen, in den börsennotierten Unternehmen, vor allem in Unternehmen, wo die großen Investoren heute reingehen, die Hedgefonds und andere große Investoren, da wird leider oft von Investorenseite sozusagen durchregiert in einer Art und Weise, wo sehr viel Wert gelegt wird auf ständige Umstrukturierung, auf Entlassung und Wiedereinstellung, wo sehr viel Unsicherheit entsteht. Und in einem solchen Klima der Angst, wo keine Mitarbeiterin und kein Mitarbeiter weiß, bin ich nächstes Jahr noch da oder habe ich in 2 Jahren meine Stelle noch, da ist diese Effort-Reward-Balance ganz leicht außer Takt zu kriegen. Und dort sehen wir auch hohe Ausfallzeiten und hohe Krankenstände von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das heißt, es wäre natürlich gut, wenn gerade in solchen größeren Unternehmen eine Kultur der guten Führung Einzug hielte. Unternehmen müssen natürlich Profite machen. Wir brauchen in einer freien Wirtschaft natürlich Unternehmen, die effektiv arbeiten, wo die Ressourcen sparsam eingesetzt werden und wo am Ende natürlich das Unternehmen sich nur halten kann, wenn es Erträge erwirtschaftet. Wir brauchen fleißige Mitarbeiter in diesen Unternehmen. Aber wenn die Führung nicht wiederum eine Kultur der Wertschätzung und Anerkennung hier pflegt, dann ruinieren wir die Gesundheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und das kann nicht das Ziel sein. Ich höre oft von Führungskräften, dass sie eine solche Führungskultur leben und fördern möchten, dass sie aber irgendwann anstehen. Mhm. Dass sie sagen, ja, ich versuche zu loben, ich versuche zu motivieren, aber wenn die Leistung nicht mehr stimmt, irgendwann muss ich doch Druck machen. Ja, natürlich. Also klare Ansagen sind wichtig. Es ist sehr wichtig, dass
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen, was verlangt wird und was die Standards sind, was erreicht werden muss. Und es ist auch wichtig, dass Führungskräfte den Mut haben, dort, wo die Leistungen nicht dem entsprechen, was erwartet werden muss, das anzusprechen. Da ist es jetzt aber sehr wichtig, dass das Mitarbeitergespräch oder in der Teambesprechung die Kritik an einer nicht ausreichend guten Leistung in einer sachlichen Weise erbracht wird. Überall da, wo Demütigungen mit hineinkommen und wo die Wertschätzung dann kaputt geht, dort geht der Schuss nach hinten los. Also es ist ja wichtig, dass Vorgesetzte und die Führungsebene deutlich macht, was soll erreicht werden. Aber dass dort, wo Kritik geübt werden muss, und das müssen Vorgesetzte immer wieder mal, das ist ja auch ihr Job, hinzuschauen, wo entspricht die Leistung nicht dem Standard, den wir erreichen wollen, dass diese Kritik dann in einer respektvollen Art und Weise geäußert wird. Mhm. Sie haben zu Beginn gesagt, wir Menschen sind dazu gemacht, dass wir uns beteiligen wollen, dass wir uns nützlich machen wollen. Was ist, wenn bei Arbeitnehmenden, wir haben jetzt viel über Führung gesprochen, aber bei jemandem, der ganz normal in einem Team arbeitet, die Motivation nachlässt? Was kann ich selber tun, um motiviert und engagiert am Arbeitsplatz zu sein? Also Beschäftigte müssen auch selber einen wichtigen Beitrag leisten. Das heißt, sie müssen etwas für sich selber tun. Sie müssen Selbstfürsorge, nennen wir das, ausüben. Sie müssen achtsam leben, gesund leben. Es ist sehr wichtig, dass alle, die jeden Morgen zur Arbeit gehen und dort zum Teil ja an komplexen Maschinen arbeiten oder in komplexen Zusammenhängen tätig sind, wo sehr viel Verantwortung auch übernommen wird, dass ich dort fit bin, dass ich nicht die halbe Nacht durchgemacht habe. Das heißt, wir brauchen vor allem eben in den Nächten vor dem Arbeitstag brauchen wir ausreichend Schlaf. Wir müssen in den Wochentagen, wo wir jeden Morgen zur Arbeit gehen, darauf achten, dass wir uns gesund ernähren, dass wir nicht zu viele schädliche Substanzen zu uns nehmen, beim Alkohol und so weiter das Maß kennen, nicht wahr? Das ist sehr wichtig und das fällt alles unter den Bereich Selbstfürsorge, dass wir uns bewegen, dass wir die freie Zeit, die wir haben, aktiv nutzen, um uns zu regenerieren, sei es in der Muse, sei es im Sport. Oder der Dritte macht Musik und regeneriert dabei. Also gute Selbstfürsorge ist sozusagen die Pflicht eines jeden Arbeitnehmers. Und das trägt nicht nur dazu bei, dass ich leistungsfähiger bin, sondern auch, dass ich motivierter bin? Ja, was ich vielleicht vergessen habe zu sagen, ist, zur guten Selbstfürsorge gehört auch, dass ich meine privaten Beziehungen gut pflege. Mhm. Wir Menschen haben ein Selbstwertgefühl, das auf zwei Beinen stehen sollte. Das eine Bein ist, dass wir in der Leistung gut sind, dass wir am Arbeitsplatz etwas Tüchtiges leisten und dafür Wertschätzung bekommen und auch unseren Lohn, unseren gerechten Lohn bekommen. Das ist das eine Bein, auf dem unser Selbstwertgefühl steht. Und das andere Bein ist, dass jeder Mensch ein paar Menschen im Privatleben braucht, die ihn einfach so mögen, wie er ist, auch ohne Leistung. Und diese Beziehungen im Privatleben muss man auch pflegen. Sonst laufen einem diese Freunde davon oder die Partnerin oder der Partner läuft einem davon. Das heißt, zur guten Selbstfürsorge gehört auch, dass man in diesem Bereich achtsam ist, dass man die Beziehungen, die man hat, pflegt, weil wir oft sehen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann krank werden, wenn dort zum Beispiel die Unterstützung wegbricht. Nicht? Mhm. Da hat jemand einen stressigen Job, hat vielleicht immer wieder mal Spannungen am Arbeitsplatz und dann bricht ihm plötzlich die Partnerin oder der Partner weg. Und das ist dann oft der Punkt, wo Leute krank werden. Ja. Ein extrem spannendes Thema. Ich freue mich enorm auf den Vortrag, den Sie halten werden. Was können unsere Zuschauerinnen und Zuschauer von Ihnen erwarten am 27. November? Ja, nun, ich werde zeigen, dass das, was wir jetzt gerade besprochen haben, nicht irgendwie selbst ausgedacht ist, so nach dem Motto, so müsste die Welt sein, so stellen wir sie uns vor, sondern ich werde zeigen, wie wir von neurobiologischer Seite aus, also von der Seite des Bauplans unseres Gehirns, was wir da beachten müssen, damit am Arbeitsplatz einerseits
Führungskräfte gut und erfolgreich führen, ein gutes Klima herstellen und was müssen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beachten, dass sie gesund bleiben. Beide müssen ja einen Beitrag leisten. Und das, wie das nun hirngerecht sozusagen erfolgen kann, wie diese beiden Seiten ihre Beiträge bringen können, also Führungsebene und Mitarbeiter ihren Beitrag bringen können, hirngerecht hier zu agieren auf im Bereich der Arbeitsplätze, das werde ich darstellen. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und wir freuen uns auf den Vortrag. Ich mich auch. Wenn Sie möchten bei diesem bereichernden, spannenden Abend dabei sein, dann melden Sie sich jetzt da auf www.braindate.ch. Wir freuen uns auf Sie.